Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Demon's Souls, der mittlerweile 16. So, was machen wir heute? Ich habe jetzt schon mal den Boss gelegt in 3-1. Dafür, das habe ich auch aufgenommen, natürlich. Ich tue es aber jetzt in die Tipps und Tricks rein, weil es eigentlich kein richtiges Let's Play ist. Ich habe da ein bisschen ein Vorwort drin und ja, erkläre so ein bisschen, wie ich den Boss gemacht habe. Genau, das verlinke ich euch oben in der Infobox. Und genau, dann könnt ihr da mal reinschauen, wenn ihr da Probleme bei dem Boss habt. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir ein bisschen Resonanz da lasst. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt aber auch in 3-1 noch weiter, weil wir da nämlich, glaube ich, noch ein bisschen was zu erledigen haben. Also ich habe da noch ein paar Items liegen lassen und ich möchte mal schauen, ob ich jetzt die zwei NPCs irgendwie aus dem Kerker befreien kann. Ob ich da schon alle Schlüssel habe. Das schauen wir uns jetzt an, würde ich sagen. Wir gehen in 3-1. Genau, das Ober... Latria, das habe ich nach dem Bosskampf freigeschalten. Ich habe da aber noch nicht weitergemacht, also machen wir natürlich dann zusammen. Gut, ab in den Hoffnungskeller. Genau, dann schauen wir mal, ob wir hier was reißen können. Mal schauen, ob ich den. Oh, mach mal. Bildmachgerät an. Mal schauen, ob ich den komischen NPC der wieder finde. Kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wo der war. Die dort down fahren. Nur alles rausgekrochen kommt. Die Ekligen. Na, wo bleibt er denn? Da ist er auch schon. Wir rennen hier einmal durch. Die Möpse lassen wir in Ruhe. Und gehen wir eigentlich hinterher? So, ich glaube, hier müssen wir auch runter. Das können wir hier nämlich öffnen. Genau, hier waren wir nämlich noch gar nicht drin.
Altes Mistvieh. Schau mich erst nochmal hier um, Leute. Ja, die sind wirklich besser im Nahkampf zu machen, finde ich. Okay, wo sind wir? Ah! Hier waren wir in der letzten Folge, Leute. Wo wir nicht reingekommen sind. Sehr cool. Schauen wir hier nochmal rüber. Können wir hier das auch aufmachen? Geht sogar. Okay, dann schauen wir doch mal. Nein! Alter! Ah, okay. Okay, dann nochmal. Ja, die sind echt nicht... Wenn die dich einmal packen, dann... schon sehr, sehr schwer dann. Da noch mal eine? Okay. Müsste die gewesen sein, oder?
Da hinten geht's. Ich weiß nicht, ob ich die treffe von hier mit dem Bogen. Lass uns mal probieren. Okay, das hat sogar hin. Warte mal, das Schild nehmen wir jetzt mal raus, weil das benutzen wir eigentlich eh nicht. Ah, da haben wir ihn schon. Sehr schön. Fantastisch. Ich dachte nicht, dass ich lebend hier rauskomme. Ich heiße Frey. Ich bin als Weiser bekannt. Ich dachte, ich könnte... Ja, wir reden ja normal. Ich habe jetzt das Gefühl, dass sie irgendeiner rumrennt. Fantastisch. Ich dachte nicht, dass ich lebend hier rauskomme. Ich heiße Frick. Ich bin als Weiser bekannt. Ich dachte, ich könnte für magische Zwecke einige Dämonenseelen ergattern. Aber seht mich nur an. Meine lange Gefangenschaft hat mich geschwächt. Doch meine Beine tragen mich noch. Und ich kann in den Nexus zurückkehren. Ich danke den Sternen dafür, dass ich endlich wieder frei bin. Ich verdanke euch mein Leben. Okay, Gerich Stilett. Was ist das hier für ein Ding? Meine lange Gefangenschaft hat mich geschwächt. Doch meine Beine... Okay. Was ist es für eine Waffe? Ich weiß halt nicht, wenn wir die aufwerten, wie stark die halt dann ist. Müssen wir schauen. Okay, dann haben wir ihn schon mal befreit. Dann schauen wir noch weiter. Einen haben wir ja noch gesehen. Aber ich habe auch keinen Plan mehr, wo der war. Ich schau mal einfach mal runter. Die hatten wir aufgemacht, hier war nichts mehr. Okay, ist er doch nicht der.
wenn ich jetzt auf den mit dem Bogen schieße. Okay. Scheint verschlossen zu sein. Okay, hier kriege ich es noch gar nicht auf. Drüben ist auch noch was. Ah, hier ist er. Ja, kann ich aber noch nicht öffnen, okay. Fehlt mir noch was. Okay, dann gehen wir mal zurück. Wir haben ja im Bossraum auch noch nicht alles. Da glaube ich, müsste auch noch Loot liegen. Das konnte ich nicht einsammeln, wenn da so eine komische Cut-Sequenz gekommen ist, dann haben mich komische Viecher hochgezogen. Okay, ist der hier wieder. Schau wieder, ob man irgendwie was Stärkeres kriegt. Jetzt weg. Da geht's in den Tod. Versteht, die habe ich da eigentlich aufgemacht gehabt. Hier nochmal. Okay, hier komme ich noch nicht rein.
Wie komme ich da rein? Irgendwo habe ich den Schlüssel übersehen. Quecksilberrapier. Okay. Okay, dann schauen wir nochmal in den Bossraum. Ja, und da oben geht es dann, da oben rechts geht es dann praktisch weiter in die nächste, in den nächsten Abschnitt praktisch. Genau, wie gesagt, das Video zu dem Boss ist in den Tipps und Tricks drin. Genau, hier den Loot habe ich nicht. Hallo? Ich will den nicht, ich will den Loot haben, Mensch. Das ist für ein Chaos. Komm ich an den Looter gar nicht mehr ran, oder wie? Alter. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte den Loot haben. Ist ja blöd. Irgendwo habe ich einen Schlüssel übersehen. Oder man kommt die erst später, ich weiß es nicht. Hm.
Vor allem ist das Level jetzt resettet, oder was? Ey, ist das Level wirklich resettet? Ärgerlich. Alter, der trifft mich wirklich von hier hinten. Okay, wir schauen noch mal ein bisschen rum. Nein! Meine Güte! Alter Schwede! Oh, heftig! Na, so schnell geht's. Kurz nicht aufgepasst.
sind sie alle rausgekrochen hier. Da bin ich schon, wo meine Seelen waren. Elendiges Vieh. Hinten kommt sie, die Bitch. Nein! Okay Leute, ich würde sagen, wir machen der Stelle eine Pause. Schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich werde mich hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht finde ich noch irgendwas Interessantes. Genau, und in der nächsten Folge, würde ich sagen, machen wir dann in Oberlatria weiter. Also in dem Abschnitt 3.2. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und ich hoffe, dass wir da weniger sterben. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.